Herzlich willkommen bei Folge 16 von Star Trek Online Romulaner Kampagne. Und ich bin hier in der Gegend von Deep Space Nine und habe ein bisschen Bergbau betrieben. Außerdem sind wir durch Dienstoffizieraufträge Level 14 geworden, das war gar nicht zu verhindern. Und wir schauen mal, wie es jetzt weitergeht mit unserer Kampagne. Der Preis dann oder in Erinnerungen schwelgen. Ja. Also Charva wendet sich an uns. Das ist diese Tal'Shiar-Agentin, die uns unbedingt auf ihre Seite ziehen will. Warum wir von ihr gewässt sind, verstehe ich nicht so ganz, aber ist halt so. Ich weiß, dass sie persönlich nicht involviert waren, aber T'Tan hat unter anderem ihre Kolonie als Stützpunkt für sein Terrornetzwerk missbraucht. Ich habe einige Aufzeichnungen des Tal'Shiar gesehen, denen zufolge Virinath ein wichtiger Herstellungsort für Waffen ist. Wenn das stimmt, ist das wohl der Grund für den Angriff auf die Kolonie. Sie sind immer noch bestürzt über den Verlust ihrer Heimat und den Tod ihrer Freunde. Ich kann das sehr gut nachvollziehen, aber sie müssen jetzt dorthin zurückkehren und Beweise für die wahre Natur des Mannes finden, für den sie arbeiten. Na, da bin ich mal neugierig, weil von Amakunis Seite her und von Seraras Seite her ist das ein ganz netter Mann und absolut integer. Ich bin mal gespannt. Wir müssen damit rechnen, dass der Tal'Shiar uns auch irgendwelche Lügen auftischt, um ihn in Misskredit zu bringen. Ja, also kennt man vom Tal'Shiar, ja. Wir machen es uns leicht und Energie. Ich liebe es einfach. Es ist immer noch der 10.8.2017, allerdings 22:38 Uhr. Ich habe jetzt gerade eben noch ein paar Kleinigkeiten erledigt, Dienstoffizieraufträge und so weiter, außerdem Dilithium veredelt. Ja, läuft. Kann mich nicht beklagen. Und achso, was hatten wir mit Level 14 bekommen? Wir haben Neuralisator bekommen, das ist Bodenskill. Den habe ich auch schon in meine Leiste reingezogen. Außer den Brückenoffizier. Einen Brückenoffizier? Wieso haben wir einen Brückenoffizier bekommen? Und wann? Stimmt überhaupt nicht. Außerdem habe ich offscreen meine Bewaffnung auf einen neueren Stand gebracht. 4 von meinen 5 Brückenoffizieren haben jetzt eine MK4-Ausrüstung. Und ja, Hefen habe ich in der ganzen Eide total vergessen. Aber das regeln wir auch noch. Aber warum? Achso, 15. Das ist jetzt Level 15. Warum? Ich denke mal schon. In Erinnerung schwelgen. It looks like we're not the only ones visiting. All this debris has attracted Nausicaan scavengers. Recommend that we clear the area of these pirates while searching for any traces of weapon signatures in the wreckage. I don't want any pirates disturbing the remains of the ships where our friends died. I've marked the most complete wrecks with nav beacons. They're mostly transports and freighters, which will be our best bet to find any weapons caches being stored or moved in the system. If this story Charva's telling isn't a complete Tal'Shiar fabrication, that is. Let's prove her wrong. Es hat den Anschein, als wären wir hier nicht die einzigen Besucher. All diese Wracks haben nausikanische Plünderer angelockt. Ich schlage vor, dass wir die Gegend von den Piraten befreien, während wir in den Wrackteilen nach Resten von Waffensignaturen suchen. Ich möchte nicht, dass irgendwelche Piraten die Überreste der Schiffe plündern, auf denen unsere Freunde gestorben sind. Ich habe die Wracks, die noch halbwegs intakt aussehen, mit Navigationssignalen markiert. Es handelt sich hauptsächlich um Transporter und Frachter. Darin sollten im System gelagerte oder eingeführte Waffenbestände am ehesten zu finden. Entschuldigung. Aber, ja, 22:41 Uhr. Darin sollten im System gelagerte oder eingeführte Waffenbestände am ehesten zu finden sein. Das heißt, wenn nicht Charvas Behauptungen doch nur eine komplett vom Tal'Shiar konstruierte Geschichte sind. Wir sollten beweisen, dass sie falsch lag. Ja, wieder sie groß geschrieben. Irgendwie haben sie das nicht verinnerlicht, die Übersetzer. Dass das damit eine ganz andere Bedeutung bekommt, die nicht immer Sinn ergibt. So, wir buffen durch und
Genau. Dann das da. Zerstörer-Eskorte. Der klingt zäh, also mach was gescheit. So, bis jetzt halten die Schilder. Okay. Ich habe mich inzwischen auch mal mit den romulanischen Schiffen befasst, die man im C-Store erwerben kann. Ja. So wie es ausschaut, kann ich hier die Sternenflottenschiffe verwenden und muss das nicht unbedingt machen. Aber das eine oder andere Romulaner-Schiff werde ich mir bestimmt besorgen. Ich finde es ja vom Design her sehr schick. Gefallen mir besser als die Klingonen. Verlassen Frachter scannen. Das ist die SS Krai. Sie hat Flüchtlinge vom Planeten gebracht und wurde beim Fluchtversuch vernichtet. Es gibt keine Anzeichen für Waffen. Machen wir woanders weiter. Ich glaube, das ist, sieht direkt nach einer blauen Rohstoffsuche. Nee, ist Hydrazingas. Ich dachte, man sieht es den Wolken an. Manchmal ist das wohl auch so. Habe ich jetzt keinen Bock drauf. Kommt, Zerstörer Eskorte und. Ich sagte 5. Geschwindigkeit auf Geflechtsgeschwindigkeit anpassen. Scannen und. Ranbleiben. Ja, seine Schilder haben schon versagt. Damit hat er eigentlich bereits verloren. Und tschüss. Wir rotieren die Schilde. Das kriegen wir gleich. Hielt sich in Grenzen, Gott sei Dank. Karte? Ja. Na gut, scannen wir das, damit das aus dem Weg ist. Nicht, dass es uns irritiert. Gut, es scheint das da zu sein. Verlassen und Frachter scannen. Ziemlich groß, diese Frachter. Das ist die SSS Traom. Sie hat Versorgungsgüter transportiert. Waffen waren nicht darunter. Bestätigt, sucht sie weiter. Also Level 20 werde ich heute nicht mehr, dazu ist es schon zu spät. Aber morgen könnte es klappen. Da drüben hat was rot aufgeblinktes. Die SS was? Dann her. Ich kannte das Schiff. Sein Captain hat mir mit den meisten Kolonien in diesem Sektor gehandelt. Der Captain war ein guter Mann. Er würde sein Schiff niemals zum Schmuggeln verwenden. Zu viele gute Leute sind gestorben. Also das ist wohl eher ein Indiz, dass das zumindest dieser hier kein Schmuggler war. Ganz sicher können wir uns da natürlich nicht sein. Ich denke, uns werden falsche Beweise untergeschoben. Es sähe dem Tal Shia ähnlich. Jo, passt. Mach mal Bumm. Diese Siphon-Drohne nervt. Weg. Was ist das? Nichts, womit wir nicht fertig werden. Und was ist das? Noch ein Stingers? Jo. Der braucht keine Schilde mehr. Nie wieder. Wo ist er denn? Diese kleinen Mücken. Okay. Da ist noch was, oder? Und
das müsste das letzte sein. Ja, ich kann leider nur einen Manövrierbeschleuniger einbauen, deswegen ist die Wendegeschwindigkeit so mau. Das ist die SS Panho. Pahos. Oh Gott, an die romulanischen Namen werde ich mich gewöhnen müssen. Das war ein ausgemustertes Militärschiff, aber sogar angesichts dieser Geschichte lassen sich keine Spuren von irgendwelchen Waffen finden, nach denen wir in den Frachträumen suchen. Irgendwo müssen doch Waffen sein. Ja, es müssen nur Waffen da sein, wenn hier wirklich geschmuggelt wurde. Wenn nicht, dann wurde hier auch nicht geschmuggelt, ne? Gut. Was haben wir hier eigentlich? Ist es über oder unter uns? Du wirst doch kaum wegen dem Magnesitgas jetzt da einen Kreis gesetzt haben. Hä? Wo soll ich denn jetzt hin? Bisschen tiefer schrauben, wenn das nicht stimmt, ist es höher. Es ist höher, natürlich. Jetzt sieht man's. Ist das das Magnesitgas? Das glaube ich nicht. Es dürfte damit doch überhaupt nichts zu tun haben, aber naja, gut, nehmen wir es mit, dass er ruhig ist. Dann irritiert's uns wenigstens nimmer. Ah, da blinkt was. Ich schätze mal, da müssen wir hin. Da ist auch was, was ganz Kleines. Das sieht man kaum bei dem Hintergrund. Getarntes Schiff etwa? Verlassenen Frachter scannen. Der ist aber schwer zu finden gewesen jetzt. Die SS Führers, das war ein gutes Schiff, der nausikanische Abschaum hat es komplett ausgeräumt. Ich kann nicht genau sagen, was es im Frachtraum hatte, aber Reste irgendwelcher Waffenladung entdecke ich jedenfalls nicht. Wir suchen weiter. We didn't find anything unusual on these ships, and I knew we wouldn't. I want to believe her, but she's not the person I knew. She's tall, Shi'ar. Still, I am picking up some strange energy readings from the surface of the planet. Perhaps we should continue our search there. Jo, wie schaut's denn aus? Was haben wir denn auf der Uhr? 15, das kriegen wir noch in der Folge unter, ja. Wir konnten auf diesen Schiffen nichts Ungewöhnliches entdecken. Das wusste ich schon vorher. Ich wollte ihr glauben, aber sie ist nicht mehr die Person, die ich kannte. Sie gehört zum Teil Shi'ar. Allerdings empfange ich einige merkwürdige Energiesignaturen von der Oberfläche des Planeten. Vielleicht sollten wir unsere Suche dort fortsetzen. Jo, dann runterbeamen. Das machen wir so. Ich habe übrigens, hätte ich euch noch erklären wollen, die Uniformen geändert. Dass wir nicht ausschauen wie ein zusammengewürfelter Haufen. Amakuni hatte ja in der letzten Folge schon die Uniform, die er sonst auch trägt. Ansonsten haben die anderen hier, die haben die Uniform der Romulaner, die für die Föderation arbeiten. Da gibt es spezielle Uniformen, das ist die. Ich habe es ja auch gewohnheitsmäßig eingefärbt, Techniker und ja, blau für Wissenschaftler. Und jetzt wieder zurück zur Quest. Chava meinte, der Talchia hier habe Hinweise, dass ihre Kolonie überall im Sektor in verschiedenen terroristischen Aktionen verwickelt war. Wir müssen die Anlage nach allen möglichen Indizien absuchen, die ihre Aussage unterstützen könnten, obwohl ich nicht gutheißen kann, dass die Einwohner von Virena Terroristen unterstützen und obwohl ich nicht weiß, wie glaubhaft die Sache überhaupt ist, müssen wir der Sache doch auf den Grund gehen. Ja, wollten tun wir.
Das stimmt schon. Sie hat die schwarz gefärbte Rüstung, ja. Kleidung von Seven of Nine an. Ich finde, das passt momentan am besten dazu. Ich wollte ja eigentlich Tepols Kleidung anziehen, aber das geht aus irgendeinem Grund nicht. Ich weiß nicht, woran es liegt. Und von Anfang an ging das auch nicht. Nur das Oberteil konnte ich von Anfang an ausrüsten. Schuhe und alles ging. Stiefel gingen noch, aber die Hose konnte ich nicht in Seven of Nines Rüstung ausstatten, deswegen habe ich es dann gelassen und mich für die Zivilkleidung entschieden. Die war ja auch hübsch. Mit Offizier sprechen. Sie sind einer von denen, oder? Wir haben überall nach Indizien für ihre terroristischen Aktivitäten gesucht und dann finden wir sie, wie sie versuchen, Beweise zu vernichten, die wir finden sollten. Ich nehme sie in Gewahrsam. Wenn sie sich widersetzen, muss ich Gewalt anwenden. Oh, wie ich mir wünsche, dass sie ein klein wenig Gegenwert zeigen. Ich lasse mich nicht gefangen nehmen. Ja, das ist jetzt irgendwie... Eigentlich muss das doch jetzt nicht sein, oder? Warte mal. Den neuen Skill ausprobieren. Das ist irgendwie Besänftigungsfähigkeit. Wie heißt das gleiche wieder? Neuraler Neutralisator Exponierungsangriff. Wirkungsradius besänftigen oder so. Hoffentlich habe ich die jetzt nur betäubt. Ja, keine Ahnung. Gut. Noch mehr Klingonen? Ich fürchte ja, aber eigentlich will ich nicht gegen Klingonen kämpfen. Die sind doch eigentlich nicht unsere Feinde. Ich habe jetzt Nausikaner erwartet, oder? This was such a peaceful place once. And so beautiful. Und was bist du, Toron-Partikel? Was Grünes, immerhin. Gut, Mohun schießen? Kellid, eine Kellid-Wache? Hä? Ernsthaft? Wow! Die Wumme hat's aber. Habt ihr das gesehen? Zwei Treffer und weg war's. Das ist eine von den neuen Wummen MK4, die ich für meine Leute gebaut habe. Das muss das Teil da sein von Veril. Was ist das? Polaron-Sturmwaffe MK4. Ja, schlecht. Sollte man mal beobachten, das Teil. Jetzt bin ich mal neugierig. Sie sind hier um ihre Waffen zu... Eigentlich nicht, aber ihr lasst uns ja keine Wahl. Ich will ja nicht gegen uns kämpfen. Mama Kuni braucht Heilung. Diesmal war ich schnell genug. Sehr schön. Gut, keiner abgenippelt. Was? Kann ich nicht lesen? Das ist jetzt wieder doof. Chat. Ich kann nur sagen, dass sie in den Aufzeichnungen nach Beweisen dafür gesucht haben, dass die Maori unsere Kolonie in schändliche Machenschaften verwickeln. Ja, Politiker halt, ne? Kann man nicht ausschließen. So gut kannte ich diesen Bürgermeister jetzt nicht, dass ich die Hand für den ins Feuer legen würde. So, dahin. Was war da? Helm untersuchen. Reminds me of better times. Devecs alter Helm erinnert mich an bessere Tage. Ja, und nun? Kann ich da jetzt rein irgendwie oder wie oder was? Ja, das geht sogar wunderbar. War ich mir jetzt gar nicht sicher. Aber soll ich da auch rein, Karte? Jo, machen wir mal. Umkehren kann ich immer noch.
Da sollte ich eigentlich... Naja, egal. Tu mal ein bisschen Moorhuhn schießen. Wo sind sie denn jetzt? Sag mir nicht, ich muss jetzt wieder zurück, weil es da nicht durchgeht. Na. Halleluja. Also ich finde, der Fummel steht ja auch nicht schlecht. Sieht auch einigermaßen seriös aus. Lauf halt einfach. Ja, ich möchte kein Püppchen spielen, sondern eine fähige Kämpferin, ne? Ah, da gibt's was. Das ist eine Auswahl an Aufzeichnungen vom Haus des Maori-Ben. Durchblättern bemerken Sie, dass er Informationen über die Verteidigung anderer romulanischer Kolonien sammelte. Und er stand in Kontakt mit Tetan. Es gibt hier einige Nachrichten von ihm. Der Maori kannte Tetan und er hat Informationen über andere Kolonien gesammelt. Aha. Ja gut, nur weil die sich gekannt haben, das reicht mir als Beweis noch nicht aus, dass Tetan irgendwie Dreck am Stecken hat. Ich glaub's irgendwie nicht so recht. So würde mein Bild von ihm total... Das ist doch Stasisfeld, oder? Nee, Tricordascan. Wo ist es denn hier? Ich sollte das oben sortieren. Ich sollte das oben sortieren, bevor ich mich zu sehr dran gewöhne. Und zwar... Das hier ist... Muskulärer Regenerator, ein Heiler, Heildings. Ja, drum. Weil der auf der 5 war, drum hat es mit der Heilung letztendlich nicht so gut funktioniert. Das sind alles Heildinger da. Nanit, wie das ja. Biofilter Scan auch, würde ich sagen. Und das ist der neue Skill, der gehört da nicht hin, den habe ich da. Gut, dann habe ich hier. Skills, die gegen Gegner einzusetzen sind, und hier Skills, die zur Heilung oder so dienen. Ich muss mir das halt auch erst zurechtlegen. Ich habe schon öfters gesagt, ich habe vorher noch nie einen Wissenschaftsoffizier gespielt als Char, immer nur als Taktiker. Und ich muss mir erst die Leiste zurechtkommen. Unhandlich wahrscheinlich die Waffe, aber effizient. Was haben wir denn hier? Aha, Computer Terminal. Benutzungsprotokoll des Laserspektrometers prüfen. Der Laserspektrograph wurde von Devex verwendet, um die Zusammensetzung des Grundwassers der Gegend zu untersuchen. Das Gebiet eignete sich hervorragend für den Anbau von Getreide. Im Laufe der Zeit sank allerdings der Grundwasserspiegel und es gab in den letzten 10 Jahren einige Dürreperioden. Betrachtet man den Wasserverbrauch der Stadt, steht wirklich so da, dann scheint es, als habe Devex sicherstellen wollen, dass die Kolonie die Wasserreserven nicht schneller aufbraucht, als sie auf natürlichem Wege wieder aufgefüllt werden können. Tja, sieht so aus, als wären wir gut ausgerüstet gewesen, um für lange Zeit überleben zu können. Mit Ausnahme eines Angriffs unserer eigenen Leute. So, da drüben gibt's auch was. Ich soll da irgendwas reparieren. So. Benutzungsprotokoll prüfen. Das metallurgische Analysegerät wurde von Devex verwendet, um Metalllegierung für den Bau großer Wassertanks zu fertigen. Die Wassertanks waren notwendig für Virinat, da die Führung der Kolonie befürchtete, eine Dürre könnte die Ernten vernichten und damit eine Nahrungsmittelknappheit auslösen. Ein kluger Einfall, so schade, dass
sie keine Vorkehrung gegen einen Angriff des Talshea getroffen hatten. Ja. Bis jetzt deutet nichts darauf hin, dass hier Waffen produziert wurden. So. Wie schaut's aus? Meine Leute. Amakuni hat mal wieder die geringste Gesundheit. 5, 6. Ja, gut. Ich finde es eigentlich gut, dass ich meine Leute heilen kann. Das ist etwas, was ich als Taktiker immer vermisst habe. Da habe ich mich mit den Borg-Naniten geholfen. Die haben aber eine Abklingzeit von 5 Minuten. Das war nicht sehr zufriedenstellend. Das ist jetzt ein Problem, das wir leider nicht haben werden. Benutzungsprotokoll des biologischen Scanners prüfen. Der Bioscanner wurde von Dwex verwendet, um die Wasservorräte auf Verunreinigung und biologische Kontaminierung zu scannen. Den Aufzeichnungen zufolge war es ihm möglich, 98,97% aller Verunreinigungen aus den Wasservorräten der Kolonie zu filtern. Also wenn der Talshea uns über unsere Wasservorräte angegriffen hätte, wäre das sehr nützlich gewesen, dumm nur, dass der Talshea nicht aus Mikroben besteht. Ja, wahrscheinlich hätte der sogar vergiftetes Wasser reinigen können. Das heißt, Brunnen vergiften wäre da wirkungslos geblieben. Bis jetzt sieht hier alles sauber aus. Ja, das ist ein Bombentrichter, so wie es ausschaut. Das ist wohl das Wasserwerk. Das habe ich gar nicht wahrgenommen, als ich das erste Mal hier war. Da war hier alles noch voller Ranken von den Pflanzen, die es hier zum Anbauen gab. Die Rohre musste ich reparieren in der ersten Folge. Das war meine erste Quest. Ah ja, da gibt es was zum Untersuchen. Und wie komme ich jetzt den Wasserrad untersuchen? Das Wasserrad diente dazu, Trinkwasser in die Siedlung und für die Bewässerung zur Farm zu pumpen. Es wurde stark modifiziert, um seine Leistungsfähigkeit über die Standardwerte hinaus zu erhöhen, damit die hohe Nachfrage wieder nach sauberem Trinkwasser erfüllt werden kann. Ein modifiziertes Wasserrad stellt keine Bedrohung dar. Suchen wir weiter. Jawohl. Ich nehme an, dass ich wieder in die Höhle muss, wo wir die Käfer eliminiert haben. Wo soll ich denn jetzt hin? Da drüben hin? Meine Güte, da gibt es schon wieder Ärger. Das Spiel scheucht mich auch von einem Ende ins andere. Was sagt denn die Zeit? Die Zeit sagt, ich sollte mal eine neue Folge aufmachen. Nach dem Kampf. So, Amakuni braucht... Ich muss mir die Skills auch einteilen nach Skills, die Leben heilen und Skills, die Schildenergie aufladen. Das muss ich alles bei Zeiten noch durchdenken. So. Aber eigentlich spielt sich ein Wissenschaftsoffizier ganz gut. Wahrscheinlich die schwierigste Klasse von den drei. Achso, ich wollte eine neue Folge aufmachen, jetzt werden wir schon wieder angegriffen. Gut, dann mache ich das eben jetzt. Vielen Dank fürs Zuschauen, wie es hier weitergeht, erfahrt ihr in der nächsten Folge.